Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Happy Wheels, heute mit dem meistgespielten von heute. Wir fangen an mit Epic Harpoon Run. Und bitte nicht wundern, ich bin vor ungefähr 5 Minuten wach geworden. Und jetzt bin ich ein bisschen in Zeitdruck. Und oh Gott, klingt deswegen vielleicht ein bisschen müde, Leute. Meine Stimme wurde noch nicht eingeölt. Warum werde ich der... Ach so, ich werde nach oben gedrückt. Hä? Mann! Ich verstehe einfach gar nichts. Alter, als ob. Obwohl, einfach gerade ausdrücken. Und schon schaffe ich jedes Level. Als ob das jetzt die Lösung ist. Warum ist immer... Ich verstehe das nicht. Gerade ausdrücken ist eigentlich immer die Lösung. Ich bin im Ziel. Ja, okay. Da hätte ich einmal gegenlenken müssen. Sekunde. So, ja, ein bisschen gegendrücken, ein bisschen gegendrücken. Damit nichts passiert. Und ja, das war die Lösung, Leute. Ich hab's geschafft. Und weiter geht's mit Prosvatra. Vielleicht habe ich jetzt mal mehr Glück als im gestrigen Part. Das war echt nicht normal. Da war ich vom Pech verfolgt. Ja, Alter, Headshot. Headshot in deine dumme Scheißfresse. Nein. Warte mal. Sekunde. Ja, okay, tot. Kann ich ja draufdrücken? Win, 5 Coin? Nee. Ach, toll. Ich dachte, das bedeutet, dass... Ah, das ist einfach nur, dass der runterfällt und dann dagegen klatscht? Verstehe ich nicht, das Spiel. Wow. Double Kill? Ja, der war... Oh, da hatte ich Glück. Scheiße, wieder falsch. Und ich hasse es. Ich gehe jetzt direkt auf den. Ja. Oh ja, komm. Warum fällst du denn nicht? Nach vorne, Alter. So dass ich alle Kills zehnfach bekomme. Nice. Wow, dreifach Kill. Ich werde immer krasser. Nein, bitte. Nein, bitte. Das... Ist doch nicht wahr. Nice. Hä? Was ist denn? Nein, da lebt doch noch einer. Scheiße. Was mache ich jetzt? Oh, Jetpack Jump Hard. Na, das klingt ja schon mal interessant, Leute. Okay, dann gehe ich hier raus. Ich hätte aber das Teil verlassen müssen, scheinbar. Oh, nice. Ja, geil. Perfekt. Okay, diesmal mache ich es richtig. Hui. Ach Mann. Ich wünsche mir immer noch einen Knopf, bei dem ich einfach irgendeinen Teil von mir runterwerfen kann. So. Zum Beispiel einfach einen Arm. Ich verstecke mich da oben oder bleib da direkt drin. Und werfe dann einen kleinen Arm runter. Ja, oder direkt meinen ganzen Unterkörper. Aber ich lebe noch, oder? Lebe ich noch? Hallo? Nee, ich bin tot. Alter, als ob. Trick 17. Und wie lang diese Runde auch ging, guckt euch das mal an. Das hat echt gefühlt 10 Jahre gedauert. Oh, eine Pogo-Challenge hart. Mit einer einzigartigen 3-Sterne-Bewertung. Warum gibt's das nicht mehr bei YouTube? Ich verstehe das nicht. Klar, wenn man es runterbricht, ist es natürlich einfacher, einfach nur 2 Bewertungssysteme einzuführen. Nämlich Daumen hoch, Daumen runter. Aber ich finde die 5 Sterne immer noch viel sinnvoller. Viel aussagekräftiger, viel weniger... Ich sag mal, hassgelenkt eventuell, wenn man das so nennen kann. Und manchmal ist ein Video ja, oh Gott, ja auch einfach Mittelmaß. Wo man selber sagt, okay, das Video war zwar lustig, aber das und das hat mich vielleicht gestört. Und kann ich da eventuell mal irgendwie durchkommen? Hallo, bitte? Ich will zumindest mal in die nächste Etappe da. Nö, ich stelle das nicht ein. Genau. Ich mache jetzt einfach so weiter. Bis mein Kopf platzt. Oh.
Ich bin gerade auf einem guten Weg, dahin zu kommen. Okay, das ist schon mal... Hey! Ist schon mal ein Anfang. Ja, nice! Ich hab's direkt doppelt geschafft, mich gedreht und da schon mal einen Fuß reingesetzt oder einen Kopf. Was bist du denn für ein ungelenkiger Typ? Der kann ja nicht mal seinen Oberkörper gerade machen. Das ist unfassbar. Ich dachte, ja, okay. Ich verliere instant beide Arme. Ist es dein Ernst? Oh mein Gott, nee, oder? Das war... Wow. Das schneide ich alles raus. Dann gehen wir jetzt in die Pogo Jump Impossible Challenge Spiel. Viel Glück. Ja, danke. Brauche ich aber nicht, weil ich echt ein sehr krasser Spieler bin. Ich bin ein Happy Wheels Pro Esel Spieler. Was willst du von mir, du Scheißding? Eben. Weißt du, da hätten sie auch direkt gar nichts hin machen können. War doch klar, dass ich das direkt schaffen werde. Death Run 2. Kurz. Die Bewertung sieht jetzt nicht so toll aus. Ich gehe einfach mal weiter. Oh, fuck. Okay, was steht da? Press Space, Z und dann rechts. Free Finish. Ach so. Oh. Ah, das war ein kleiner Prank. Dann probieren wir es mal normal. Einfach fallen lassen. Als ob. Ich habe jetzt einfach nichts gedrückt. Und komme noch fast komplett durch, oder was? Komm. Nein. Oh Gott, Alter, warum denn immer diese Scheiße hier? Hä? Da kam von oben einfach... Hätte ich das schaffen können? Gibt's hier ein Ende? Ich glaube, hier gibt's kein Ende in dem Level. Okay. Bitte ganz langsam, ja? Ich weiß halt auch nicht, wann es triggert. Hallo? Bitte? Wow! Okay, das war dann noch ein bisschen früher, als ich erwartet hatte. Oh doch, es geht. Okay. Ich dachte schon. Das wäre so lächerlich gewesen. Das ist doch nicht wahr, ne? Ja, das ist das Ziel. Okay. Mehr wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob sich der Typ dabei etwas gedacht hat. Und ich wette, 99% der Leute, die es gespielt haben, dachten, oh, der Typ ist ein bisschen dumm, der hat es da einfach beendet. Aber falsch gedacht. Da ging es einfach nur weiter. Gravity Game Easy. Oh, was ist das denn hier? Ach so, ich werde nach unten gedrückt. Ich dachte, jetzt kommen wir da eine fette, epische Zeitlupe. Das war's? Würdest du eher, Teil 2. Da bin ich ja mal gespannt. Habe ich nie gespielt sowas. Das haben schon so viele YouTuber irgendwie hochgeladen. Ich glaube, ich sollte allgemein mal mehr solche Spiele spielen, falls man das überhaupt Spiel nennen kann. Würde ich eher ein Kind für 2 Millionen töten oder das Genick eines Babys, sodass... Oh, wow. Wow, okay, das ist ja eine super geile Frage. Also würde ich eher ein Kind töten und dafür 2 Millionen Dollar bekommen? Oder das Genick eines Babys zu brechen, um nie mehr zu altern? Also wenn man es ganz runterbricht, dann werde ich gerade einfach nur gefragt, möchtest du 2 Millionen Euro oder nie mehr altern? Und ich würde sofort nie mehr altern nehmen. Ja. Das würde ich nehmen. 10%. Okay, also scheinbar 10 Fragen. Oh, Sekunde. Okay, würde ich eher im Gefängnis bleiben, bis ich sterbe? Also wahrscheinlich dann irgendwie bis 70 oder so. Oder die Todesstrafe bekommen? Also ich würde diese Antwort, die ich jetzt gebe, höchstwahrscheinlich bereuen. Weil man dann einfach den Überlebensinstinkt noch hat. Aber ich glaube, so langzeittechnisch würde ich schon sagen, eher die Todesstrafe. Denn ich glaube, ich bin einer, der in Gefangenschaft nicht wirklich glücklich wäre. Deswegen nehme ich jetzt einfach trotzdem mal die Todesstrafe. Und es sind scheinbar doch nicht 10 Fragen. Schade. Oh, würdest du eher von einem Haus runterfallen oder springen? Oder von einem Zug erwischt werden? Da ist natürlich auch die Frage, wie spontan ist Letzteres?
Also wenn es jetzt unfassbar spontan ist, dann natürlich von einem Zug erwischt werden. Weil ersteres, glaube ich, schon ziemlich, ziemlich krass ist. Da denke ich vielleicht auch mal ans World Trade Center, ich weiß es nicht. Ja, deswegen nehme ich einfach mal das. Würdest du eher spielen? Oder Spikefall? Ja, okay, dann nehme ich mal, würdest du eher nehmen. Nice, und mir dabei die Beine brechen. Oh, fair bewerten. Oder was? Oh, das ist doch nicht wahr. Als ob. Ach, Mann. Ich dachte, jetzt geht's noch weiter. Das ist ja schade. Okay, vielleicht werde ich mal die Tage hingehen und echt sowas hochladen. Da gibt es ja genug Seiten, wo man sowas spielen kann. Habe ich nie gemacht. Also Leute, die man kann halt schon länger beobachten, sowas lade ich ja nie hoch. Einfach, weil ich persönlich denke, das hat kaum, weiß ich nicht, irgendwie, das ist, ja, komisch, ich weiß nicht. Einfach, es ist komisch. Obwohl es ja schon mal interessant ist, ne? Solange man es damit nicht übertreibt. Aber krass, dass ich jetzt hier scheinbar doch noch so ein Level spielen kann. Aber gut, da ich gerade etwas unter Zeitdruck bin, würde ich sagen, beende ich jetzt hier den Part. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Immer bewerten. Bis dann, Leute. Tschüss.